Es ist ja eine interessante Geschichte, wenn man sich zurückerinnert hier in Güstrow. Am 27. Januar 1990 wurde der erste Ortsverband des ASB in der damals noch existierenden, real existierenden DDR gegründet. Bis zum ersten Halbjahr 1990, also bis zur Währungsunion, am 1. Juli haben sich spontan 70 Ortsverbände gegründet, wie am 22. September 1990 den ASB-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow gegründet. Im ersten Dreivierteljahr bis zur Wiedervereinigung 50.000 beitragszahlende Mitglieder. Also das hat sich etabliert in ganz kurzer Zeit. Keiner hat das geglaubt und alle kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich komme seit 20 Jahren. Wenn ich in eine Runde komme, wo alle so still zusammensitzen, dann erzähle ich erst mal ein bisschen und freue mich immer, wenn irgendjemand lacht oder wenn die Gesichter freundlicher werden. Das gefällt mir. Und dann sagte eine Dame zu mir, ja, kommen Sie ruhig nach Schwan. Und ich, was machen Sie denn dann da? Und dann sage ich, ich habe gesehen, da gibt es ein Seniorenwohnheim und da werde ich hingehen und werde fragen, ob irgendjemand da ist, der keinen Besuch bekommt. Und dann sagte die Dame, das machen Sie mal, ich bin die Leiterin des Heimes in Schwan. Ja, ich bin zum zweiten Mal hier, weil es mir an der ASB-Klinik so gut gefällt. Die Gegend ist schön, das Heim ist schön. Ich habe Zeit, meine Tochter das Leben einfach zu genießen, an nichts zu denken. Ist schön. Zusammenarbeit, das ist wirklich klasse. Das sind doch bestimmte Sachen, die mussten alle erst lernen. Die Menschen, die hier ankommen, brauchen mehr als gute Worte. Die brauchen eine Heimat. Dafür sind wir hier. Ich bin zur Hundestaffel gekommen über einen sehr aktiven Hund, der eine sinnvolle Beschäftigung brauchte und ich auf der Suche war nach einer Aufgabe, die ich mit ihm machen kann, wo ich gleichzeitig auch noch eine sinnvolle Aufgabe erfülle, also nicht nur einen Hundesportverein, sondern im ASB ja auch die Möglichkeit habe, Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen, die in Not sind, und das kann ich in der Hundestaffel eben gut machen. Wir vom Rettungsdienst sind ständig im Kampf gegen die Zeit, weil jede Sekunde zählt und das ist lebensentscheidend. Bedeutet Leben retten. Das stellen unsere Schulsanitäter heute unter Beweis. Und da liegt ja auch der Gründungsgedanke des ASB. Wir, der ASB Wasserrettungsdienst, sind vom Mai bis September fast täglich im Einsatz an den Seen im Landkreis Ludwigslust-Parchim und in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben über 400 ehrenamtliche Rettungsschwimmer und Schwimmlehrer, die eine gute Arbeit leisten für die Sicherheit der Gewässer in Mecklenburg-Vorpommern. Die nächsten 25 Jahre. Alles Gute für die nächsten 25 Jahre.